Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Kinocast. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer und hallo Chris. Hallo lieber Erik. Na, alles klar. Wie ist es dir ergangen? Ganz hervorragend. Ja, ich habe schon vorgestellt. Ganz hervorragend, ja. Wollen wir jetzt nicht so breit reden, was in der Zwischenzeit alles passiert ist? Nein, ja. Ist alles ganz hervorragend. Es geht allen gut, es ist alles in Ordnung. Schöne Grüße an die Kate, wenn sie das hört. Ja. Auf jeden Fall. Und ja, ne, ich war ja ein bisschen im Urlaub und so. Frankreich. Ja, wir sind quasi zum ersten Mal ohne eigenes Auto in Frankreich gewesen. Also wir mussten ja wirklich ganz in den Südwesten nach unten. Ne? Also das ist schon eine ganze Strecke. Und das geht ist mit jetzt nicht da, wo es nur Kühe gibt und Meer, oder wie war das? Da gibt es auch Kühe und auch Meer, aber auch Schafe und so. Also ja, ja. Pyrenäen-Vorland und ja, aber es geht mit dem TGV absolut wunderbar. Und der TGV, der kommt ja wirklich, du kriegst über die App, da gibt es eine App, die heißt irgendwie We Go oder so ähnlich, von der SNCF. We SNCF heißt die genau. Da kriegst du eine Nachricht, Achtung, ihr Zug verspätet sich. Man guckt, oder es ändert sich irgendwas bei ihrem Zug und dann guckst du drauf, eine Minute. Ja, aber das war, ich hab auch so eine Meldung jetzt bekommen, dass meine Zugverbindung leider, aber meine Zugverbindung konnte nicht im Plan gefunden werden. Mhm. Also das fand ich jetzt ganz geil. Also der Zug, den ich nicht nehmen konnte oder nicht gefahren bin zur Gamescom, weil, liebe Deutsche Bahn, ihr das auch mit auf eurem Gewissen habt, sage ich jetzt mal. Aber auf jeden Fall konnte ich ja mein Ticket auch nicht ändern, nichts, weil ja so früh buche, aber der Zug, die Fahrt ist gerade stattgefunden. Muss ich mal gucken jetzt eigentlich. Das ist eine Frechheit. Vielleicht kriegen wir da über das Fahrgastrechteformular sogar noch was wieder, wenn der ausgefallen ist. Aber da hätte man sich, glaube ich, bestätigen lassen müssen, dass der am Bahnhof oder so, dass man... Naja, auf jeden Fall. Also französischer TGV, boah, das ist ja überhaupt kein Vergleich zu der deutschen Bahn. Also echt, ich bin zum ersten Mal TGV gefahren. Wahnsinn. Also es gibt immer Käse und Rotwein, oder? Ne, das nicht. Also du kannst natürlich, wir sind ja auch erste Klasse gefahren, weil jetzt momentan durch die, ich sag mal in Anführungszeichen, Corona-Tarife ist es ja so, dass sie zum einen ein bisschen günstiger sind und zum anderen kannst du den absoluten billigsten Spartarif nehmen und den kannst du komplett umbuchen, stornieren, mit Geld zurückbekommen und alles. Das haben sie jetzt nochmal verlängert bis November, glaube ich, die Möglichkeit. Und ja, das sind wir erste Klasse, das war saugünstig, also im Vergleich jetzt zum Auto, du hast ja Maut und alles, ne? Ja. Und Fahrkosten und Stress und alles und ja, also Wahnsinn, also echt gut, TGV. Und dann fährt er einfach mal hier so 320, 330 Sachen dann irgendwo und dann guckst du nach Hause, wow. Also gerade dann... Das passiert mit dem Golf, ich fahre auch so 230 Sachen ja. Und dann... Naja, aber es ist doch, glaube ich, was anderes, wenn man da ganz entspannt drin sitzen kann. Und in Frankreich kannst du eh nicht. Ich bin da auch entspannt, ich mache immer die Augen zu. 120 ist da Maximum auf der Autobahn. Und da ist der Zug schon wesentlich schneller. Ja, ja, macht schon echt Laune da. TGV hat gut geklappt und mussten halt jetzt bloß auf dem Rückweg, obwohl wir hatten ja in Paris immer eigentlich nur durchgefahren, mehr oder weniger, mussten halt den Bahnhof wechseln, aber ja, mussten halt dann heimwärts. Hier in Stuttgart gibt es ein Corona-Testzentrum, wo dann auch der ganze Schwapp von Leuten, die an dem Zug waren, sich dann dahin ergossen hat, ist dann im Schlosspark, also läufst dann hinten aus dem Bahnhof raus, sind so Pfeile. Ja, und dann darfst du dann abends noch so einen Corona-Test, kriegst dann so einen Pfahl in die Nase gesteckt, so, boah, zack, hast du durch die Nase gepfählt. Jetzt übertreibt er hier aber. Dann, ja, noch so in den Mund, noch ganz weit hinten rein, ist dann so, oh. Ist ein bisschen unangenehm, aber wir hätten es auch jetzt nicht machen müssen. Das war jetzt nicht vorgeschrieben, ist jetzt kein absolutes Risiko-No-Go-Gebiet, aber wir haben gedacht, okay, wir machen es mal und bleiben jetzt halt zu Hause, bis die Ergebnisse da sind und vermeiden dann erstmal soziale Kontakte bis dahin, bis wir wissen, dass wir safe sind. Und ja, ansonsten, also Paris selbst, also die laufen alle mit Maske rum. Es gibt in jedem Geschäft, wenn du reingehst, gibt es hier so Desinfektionsdinger. Da wirst du teilweise von Leuten darauf aufmerksam gemacht, dass du bitte mal deine Hände desinfizieren sollst. Auch da unten, wo wir waren, dann in Bayonne,
Also da gibt es überhaupt keine Diskussion, wie hier die ganzen Spastis, die da irgendwo draußen rumrennen und irgendwie erzählen, ich will keine Maske tragen. Ah, mein Gott, dann kriegt doch halt so eine Krankheit, da fangst du doch halt eine, aber lass andere in Ruhe. Ja, genau. Also da halten sich alle dran. Ist halt natürlich so, also gerade die Cafés, das ist natürlich die Kultur, da darfst du ja Maske abnehmen, wenn du was isst oder so. Und ist halt schon ganz gut gefüllt. Weil ich habe ja immer gedacht, dass du nach Berlin gegangen bist und auf den Bundestag zugestimmt bist, aber ich glaube, da habe ich dich verwechselt. Nee. Nicht wirklich mit diesen Idioten. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Ein paar Filme geguckt in der Sneak oder so? Ja, natürlich Sneak. Ich habe allerdings extrem viel Zeit in Tarkov verschwendet. Das darf ich gar nicht sagen, wie viele tausende Stunden ich jetzt, glaube ich, schon in Tarkov versucht habe zu entkommen. Was eine unglaublich krasse Welt. Und natürlich habe ich mein eines Sommerferienziel erreicht. Ich habe das legendäre Rennen in Fallout geschafft. Da fehlt mir einfach mal 1,5-2 Wochen. Aber ja. Was mir da gerade einfällt, ich habe es ja fotografiert in meiner Insta-Story, kann man das sehen, @kinocast. In Frankreich wirklich, da ist dieses ganze Thema Computerspiel, ist viel mehr in der Kultur drin, wie hier, genauso auch Comics und sowas. Ne? Also da hängt einfach mal im ganzen Bahnhof überall, Achtung jetzt, neues Avengers-Spiel, da sind die Bushaltestellen dekoriert. Dann, ich war ja gerade da, als das neue Avengers rauskam, ne? Das kam ja jetzt raus. Und ja. Ey, die Leute, also gibt es so eine Art, ich nenne es mal Mediamarkt, aber es ist nicht ganz, kann man nicht ganz vergleichen, weil es ist mehr, viel mehr mit Beratung und so. Da gibt es so, es ist eher wie ein großes Fachgeschäft. Ja, es ist wie ein großes, es nennt sich FNAC, FNAC, also man kann es ja mal googeln. Die haben auch ein bisschen anderes Sortiment, die haben zum Beispiel auch ein riesiges Comic-Sortiment, FNAC.com gibt es auch. Da gibt es halt so Bereiche, wo halt wirklich so Verkäufer sind, das sind wie so kleine Fachgeschäfte in dem Großen, aber die haben eigentlich alles von Computern, also riesige Läden sind das. Und da standen die Leute an wegen den Avengers-Spielen, ne? Also von jung bis alt, ne? Das ist total krass. Also das ist völlig anders wie hier auch mit den ganzen Comics, das wissen wir ja schon, ne? Ich war im Bus manchmal, also wir haben natürlich auch ein paar Spiele dort gekauft, so die jetzt irgendwie im Angebot waren, irgendwelche Switch-Spiele. Ist halt immer die Frage, ist da vielleicht auch deutscher Ton drauf, weil gerade die Switch-Spiele, wenn mein Kleiner die spielt, der sollte schon, ist bei allen dann drauf. Dann lernt er gleich Französisch. Ist bei allen drauf. Da gibt es kaum irgendwas. Wie ist es dann wie? C'est moi, Mario. Nee, aber das ist schon, die stellen, glaube ich, für Europa nur eine Disc her oder ein Cartridge für die Switch. Und das ist halt, enthält halt einfach alle Sprachen oder so. Ja, und wenn wir einmal bei Games sind, ne, mein Skateboard ist angekommen von NetGames. Hey! dein Tony Hawk-Spiel, ja, wo auch. Das lustigerweise dabei war, ne? Ja, genau. Und mein Skateboard ist angekommen, sieht saugeil aus. Muss ich jetzt bloß noch Rollen dran machen und oben dieses, die Lauffläche da hier, dieses Sandpapier drauf machen. Und genau, sieht echt geil aus. Was hat deine Frau dazu gesagt? Noch nichts, die hat es noch nicht gesehen, ist erstmal hier unten. Ich habe gestern erstmal die ganzen Pakete alle hier nach unten geschafft. Und da war vor allem, also du weißt ja, wie ein Skateboard, wie das so aussieht, ne? Und jetzt stell dir aber vor, du bist ja Mathelehrer, dir kann ich das wahrscheinlich so erklären. Jetzt stell dir vor, du hast ein Skateboard, das hat ja eine gewisse Länge, und stell dir vor, einen Karton, der einfach mal würfelförmig genau diese Länge hat, also in allen Richtungen. Schön. Also jetzt nicht als längliches Paket, sondern sowas kam an hier. Das ist ein Riesenkarton. Könntest du locker einen kleinen Kühlschrank reinpacken? Irgendwie. Ja, sowas kam hier in der Zwischenzeit an, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist leider die letzte Folge Kinocast, weil wenn Eriks Frau mitbekommt, was da drin ist, wird er, glaube ich, über einen längeren Zeitraum. Habe ich ja gesagt. Ich habe auch gesagt, das ist limitiert. Da hat sie gemeint, ja, dann lass es so und dann benutze es nicht. Legst du es für gut weg. Mal sehen. Mal schauen. Wir werden sehen. Mal schauen, was ich damit mache. Lass uns mal über Filme reden. Ja, das. Ich hätte ansonsten noch ein Spiel habe ich auch noch neu bekommen. Jetzt kommt's. Captain Tsubasa für die PS4. Das Fußballspiel. Das Anime. Tsubasa ist doch der Insider vom VfB auf Transfermarkt. Nee, Tsubasa ist dieses, gab es ja früher diese Anime-Serie. Ja, ich weiß, die Kickers. Ist echt geil. Na, Tsubasa war doch von den Kickers dann, oder? Kann sein. Unsere Kickers, die schaffen oder? Es. Weiß nicht. Ich glaube. Ah, doch, ja, genau. Captain Tsubasa. Okay, du hast... Guck mal, Super Kickers 2006, Captain Tsubasa. So. Ja, ich war im Kino, im Gegensatz zu dir. Zweimal Sneak. Ich wollte ins Kino, in Inception, Quatsch, Tenet wollte ich gehen. Lief sogar
im CDG lief das sogar auf Französisch mit, nee, Quatsch, auf Englisch mit deutschen, mit französischen Untertiteln. Aber irgendwie habe ich es nicht so ganz hinbekommen, weil da wollte keiner mitkommen von den anderen, da hätte ich alleine gehen müssen und so. Und da habe ich gedacht, mache ich dann hier mal irgendwo im Gloria schön Dolby Atmos und so. Wenn ich wieder da bin, wenn der Corona-Test... Ich habe extra noch Tenet, also ich habe es nur kurzzeitig überlegt reinzugehen, aber gedacht, nee, ich glaube, da müsste ich doch noch den Erik, glaube ich, mitnehmen. Das ist aber nett. Super. Gell? Deswegen habe ich so gedacht, ja, mal gucken, wenn ich jetzt die Woche über in der Schule bin, habe ich am Nachmittag dann auch Zeit. Also so bis auf wahrscheinlich Donnerstag, Freitag, keine Ahnung, wahrscheinlich gar nicht. Aber deswegen habe ich so gedacht, hey, vielleicht hat der Erik auch mal Zeit. Na, aber jetzt hier sneaken. Mensch, du hast... Der Fotograf. Ja, The Photograph. Das war der Film am... wann war denn das dann? Vor zwei Wochen. Nee. Das war der 24.8. Zeit vergeht. 24.8. war The Photograph. Genau, das war unsere Sneak. Und zwar geht es in The Photograph um eine... Einen Fotografen. Lass mich raten. Also, ja... Nee. Ja, mehr oder weniger. Wenn dann eine Fotografin sogar in dem Fall. Die Gräfin. Also wir lernen. Ja, eine Fotografin. Was ist denn die weibliche Form von Fotograf? Die Fotografin, glaube ich, oder? Die Fotografin. Nicht, okay. Nicht die Gräfin aus der Pornoserie von Bielendorfer. Du jetzt wieder hier. Nein, nicht das. Also wir lernen May Morton kennen, die bekommt mitgeteilt, dass ihre Mutter gestorben ist, aber sie hatte nie so eine wirkliche Bindung zu ihrer Mutter, macht sich allerdings dann doch ein wenig auf die Suche nach der Vergangenheit von ihrer Mutter, weil so, vielleicht ist ja doch irgendwie was dran und das mit ihrem Vater ist auch immer so ein bisschen, ja, der sagt immer auch so, ja, sie hat dich schon geliebt und ja und bla 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 und überhaupt. Und dann nennen wir noch Michael kennen. Also May wird gespielt von Issa Rae. Issa Rae kennen wir eigentlich, weiß ich nicht, also wenn man die TV-Serie Insecure kennt, dann kennt man sie wahrscheinlich eher aus dem Fernsehen und von Serien ist sie eher zu Hause. Und ja, wie gesagt, wir lernen dann noch Michael kennen. Michael hat gerade eine Beziehung hinter sich. Michael ist Journalist, hat jetzt beschlossen, er möchte was anderes aus seinem Leben machen und hat sich mal dann bei, ich glaube, Associate Press in London beworben und steht quasi da davor, aber möchte dann noch eine große Abschlussgeschichte natürlich machen und reist dazu nach irgendwo, glaube ich, in die Nähe von New Orleans oder sowas, trifft dort jemanden, einen älteren Herren, der so eine Geschichte erzählt, einfach so, ja, ich hatte damals, hatte ich eine Freundin einfach und die ist dann gegangen in die große Stadt und mein größter Fehler im Leben war, ihr nicht hinterher zu gehen. Er findet das irgendwie ganz spannend, diese Geschichte, und verfolgt das so ein bisschen und lernt dann eben May kennen, zurück in New York, also in New York laufen die sich über den Weg und sie verlieben sich ineinander und dann gibt es einen Riesensturm und dann müssen sie sich irgendwie zusammenraufen. Also dann, sie kommen schneller und enger zusammen, als sie das beide vorhatten. Beide haben so ihren eigenen Weg. Sie sucht nach ihrer Mutter und ein paar Antworten zu ihrer Mutter. Er möchte seine Story weitermachen und dann nach London ziehen. Und beide gehen allerdings dann auch wieder ein Stück gemeinsam ihren Weg. Und jetzt, Erik, kommt natürlich der Megakniff in diesem Film. Oh. Oh, was glaubst du denn, was passiert, als May sich auf die Suche nach ihrem richtigen Vater macht, wen sie dann dort trifft, bei ihrem richtigen Vater? Bei ihrem richtigen Vater, na, den Typen, oder? Richtig, sie trifft Michael, weil lustigerweise ist ihr richtiger Vater nämlich der Typ, über den Michael die Geschichte geschrieben hat oder schreiben möchte. Das ist natürlich ein absoluter Knaller. Was für Knaller ein nie erratbarer Twist hier. Ja, brutal. Das ist wirklich was, wo ich auch so Wer gedacht habe. Wer hätte das gedacht? Hey Leute, jetzt habe ich nach 10 Minuten, hätte ich das auch sagen können. Es geht halt ganz arg viel immer wieder um die Gegenwart und dann wieder um die Vergangenheit, wo eben die Christine, also die Mutter von May, unterwegs ist. Und da kommt auch der Filmtitel dann her, weil die ist ein Fotograf. Sie ist Fotografin. Gräfin. Für mich ist es Fotografin. Entschuldigung, da bin ich, glaube ich, zu sehr Schwabe. Fotografin.
Und bewirbt sich da auch, das sieht man auch im Rückblick in so einem Studio, aber ist dann auch schon schwanger und ja, erzählt dann so ein bisschen auch die Geschichte von ihr wieder nach und immer wieder mit zurückblenden, wie es damals war und wie es heute ist und so. Also insgesamt eigentlich ein ganz, ganz süßer, netter Film. Dann am Ende gibt es natürlich immer wieder, es gibt natürlich noch Streit zwischen Michael und May, ist ja klar. Und das endet halt dann auch darin, dass Michael nach London geht und May halt ziemlich frustriert zu Hause hockt. Und wenn ich jetzt fragen würde, Erik, wie glaubst du, würde der Film dann ausgehen? Was würdest du sagen? Na, am Schluss finden sie sich doch, oder? Und wo? Nein, London, nee. Oder ja, London? Natürlich in London. Sehr gut. Also du hast den ganzen Plot von dem Film schon durchschaut. Insgesamt, der Film ist echt eigentlich ganz nett. Er ist an manchen Stellen ein bisschen zäh, aber es ist so ein Film, der tut keinem weh. Er geht 106 Minuten. Boah, ich denke, eine Viertelstunde weniger hätte nicht geschadet. Es gibt ganz arg tolle Aufnahmen manchmal von der Landschaft. Das hat mir echt gefallen und so ein paar interessante Szenen einfach, wie es auch so damals war mit Liebesgeschichten, wie es heute ist, mit den Beziehungen von Mutter-Tochter-Beziehungen. Der Film nimmt sich da wirklich Zeit. Er ist ganz ordentlich geschauspielert. Also es ist nicht so, dass die Schauspieler sagen, okay, ich rotze jetzt meine Performance dahin und es läuft. Sondern es wirklich nimmt sich Zeit, aber ja, das Problem ist, er nimmt dann auch nie so wirklich Fahrt auf. Es ist wieder so ein kleiner Bach im Wald, der vor sich hin fließt und ja, that's it. Also kann man sich mal anschauen, gezielt ins Kino würde ich dafür nicht gehen. Ich habe von dem Film vorher noch nie was gehört. Aber hier steht zum Beispiel auf IMDb, More Like This, also wenn Ihnen dieser Film gefallen hat, könnte Ihnen Folgendes gefallen. Da steht hier zum Beispiel Lovebirds, hier die Turteltauben, den wir ja auch mal besprochen haben. Ja, genau, da steht aber auch Out of Play steht auch noch dran. Und Queen and Slim. LA Love Songs, Queen and Slim, ja. Also, wie gesagt, es ist cool, mal zu sehen. Ich glaube allerdings nicht, dass diese Drama-Romanze wirklich ein absoluter Kassenschlager wird. Würde mich echt überraschen. The Photograph. Wer sich davon überzeugen will, startet in 4 Tagen am 10.09.2020 in den deutschen Kinos. Werden wir wahrscheinlich dann nachher in den Kinostarts mit haben. Genau, also ich gebe ihm insgesamt 6 von 10 Punkten. Sollte ich vielleicht noch nachliefern. Okay. Weil, ja, ist halt, es ist okay. Es war okay, aber es war jetzt, ja. Ich will jetzt nicht sagen belanglos, das wäre gemein, aber es geht in diese Richtung. Okay, dann bin ich gespannt. Hast du noch Fragen zu diesem Film? Zu The Photograph nicht, nein. Habe ich keine Fragen. Okay. Bin gespannt, was du zu David Copperfield hast. Geht es um die Beziehung mit, wie heißt sie? Claudia, wie heißt sie? Claudia? Schiffer. Claudia Schiffer, ja, die hatte ja jetzt Geburtstag. Mein Gehirn hat mir jetzt immer Fischer. Ich dachte, nee, die hieß nicht Fischer. Claudia. Nee, Claudia Fischer ist nochmal eine. Gottes Willen, hey. Hast du jetzt Helene mit Claudia auch noch verwechselt? Ich wollte sagen Claudia Schiffer, mein Gehirn hat mir aber Fischer gegeben. Okay. Nein, also die letzte Sneak am letzten Montag, womit wir den August beschlossen haben, am 31.08., die Sneak in den Innenstadtkinos, war wirklich David Copperfield, einmal Reichtum und zurück. Und ich habe am Anfang auch schon gedacht so, what the fuck, was soll das? Weißt du, so, muss ich jetzt einen Film über David Copperfield sehen? Aber, und jetzt kommt das große Aber, was mir überhaupt nicht klar war, ist, dass das ein Buch ist. Und zwar von, ich habe es dir geschrieben, weißt du es noch? Nee, aber das Charles Dickens. Ja, dass ein bekanntes Buch ist, das wusste ich, weil das hatte damals, weiß nicht, als David Copperfield, der Zauberer, der, sagen wir so, der Illusionist, als der hier groß geworden war, als der hier diese Fernsehserie hatte, wo er immer so beeindruckend hier durch die chinesische Mauer gegangen ist und so, da hatte mir das irgendjemand gesagt hier, da gab es auch ein bekanntes Buch, der hat sich nach dem Buch benannt. Ja, also wie gesagt, David Copperfield nach diesem Buch von Charles Dickens, in der Hauptrolle Dev Patel, ganz hervorragend als David Copperfield, aber es gibt auch noch einen Jungen, dann in ganz vielen Rollen. Also es ist wirklich ein Film, der ist total mega cool besetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es spielt mit Hugh Laurie, ja, Dr. House. Mhm. Es spielt mit
Peter Capaldi, Doctor Who. Also Doctor ja. House meets Doctor Who. Und das ist ja bei mir dann eigentlich schon durch. Also zwei, die ich absolut mag. Die Doctors. Die Doctors, ja. Dann spielt mit Benedict Wong. Benedict Wong kennst du auch aus dem Marvel-Universum zum Beispiel. Benedict Oder Wong. Benedict Wong. Natürlich kennst du Benedict Wong. Wenn du Benedict Wong nicht kennst, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Vom Namen her. Du musst ach, Benedict der, Wong ja, kennen. Doch, der Dr. Strange, ja. Der Gehilfe da. Hm. Ja, genau, von Dr. Strange. Ja, genau, jetzt muss man mit dem dann spielt haben. Mit Tilda Swinton. Die kenne ich auch. Ja, die kennst du auch. Und Gwendoline Christie. Die kennst du auch. Bestimmt. Die spielt nämlich mit in Game of Thrones. Die spielt mit in Willkommen in Marvin. In Star Wars spielt sie mit, ne? Captain Phasma. Und was weiß ich was. Also richtig, richtig geil. Und nicht zu vergessen, Ben Whishaw. Ben Whishaw spielt nämlich Uriah Heep. Hast du Uriah Heep schon mal gehört? Uriah Heep, die Band, ja. Ja, und die Band hat sich nach der Figur aus dem Roman David Copperfield von Charles Dickens benannt. Das wusste ich nicht. Siehst du mal wieder. Also der originale Uriah Heep spielt auch mit. Und ach, es ist eine ganz arg tolle Geschichte. Also wir lernen ganz zu Beginn den jungen David Copperfield kennen. Er ist ein sehr, sehr fröhlicher, aufgeweckter Junge, der ganz viel Interesse zeigt, aber richtige Probleme hat beim Lesen. Also sobald er laut vorlesen soll, verschwimmen die Worte. Er kriegt es dann nicht mehr zusammen. Das sieht man auch immer schön eingefangen mit der Kamera, wie dann so alles durcheinander ist und kommt dann ins Stocken. Also das ist so sein Problem. Aber er hat ganz arg viel Fantasie und schreibt das auch total gerne auf. Problem ist, dass der Vater von David Copperfield relativ früh stirbt und das natürlich schon den ersten Knack so ein bisschen in der Biografie von ihm hinterlässt, weil die Mutter dann einen neuen Mann anschleppt. Ich glaube, Mr. Gott, wie hieß er? Moment, ich muss kurz gucken, wie er hieß. Ich krieg's nicht mehr hin. Steerforth? Nee. Das war ein ganz, ganz witziger Name im Endeffekt. Alles egal. Und der ist total unzufrieden mit ihm, bringt auch seine. Also, ganz, noch anders. Bei der Geburt von David Copperfield, noch anders anfangen, kommt nämlich seine Tante, Tilda Swinton, kommt seine Tante und sagt, juhu, ich komme für die Geburt meiner Nichte und bla bla bla. Ja, was wird ein Junge? Wir wissen doch gar nicht, was es wird. Ja, was wird eine Nichte? Ich weiß das und überhaupt und blablabla. Ja, dann wird es ein Junge und dann zieht sie völlig beleidigt von dann. Das ist schon so. Und dann so, okay. Erwartungen schon im ersten Moment nicht erfüllt. Herzlichen Glückwunsch, kleiner David. Auf jeden Fall wird David dann nach London strafversetzt, weil er sich eben mit seinem Stiefvater anlegt und zwar aufs Gewaltigste, ihn auch beißt und alles und kommt dann dort in die Flaschenfabrik und muss dort arbeiten. Wohnt dort bei Mr. McCaver, gespielt von Peter Capaldi. Das ist so ein, ja, eigentlich eine ganz arme Socke. Der lebt von Betrügereien und druckst sich überall so durch und hat, ich glaube, kriegt in jedem alle zwei Monate ein neues Kind oder so. Also mit seiner Frau und Riesenfamilie, aber hat halt absolut kein Geld und keinen Job. Ist halt wirklich so ein großer Schwätzer, aber er tut keinem was. Er ist ein ganz Lieber. Bei denen wächst er dann auf, bis es dann halt auch in der Fabrik zu einem Eklat kommt, weil ihm mitgeteilt wird, dass seine Mutter gestorben ist, aber schon vor zwei Wochen. Also da ist nämlich auch wieder Stiefpapa und dem seine Stieftante sind dann da, um ihm das zu sagen. Und dann tickt er da ein bisschen aus und sagt sich quasi von seiner Familie los und geht zu seiner Tante, wo er dort dann auf dem Land, auf dem Land wohnt oder bei ihr dann auch wohnen darf, die ihn zuerst gar nicht erkennt. Bei der Tante wohnt hier Dr. House, Hugh Laurie, Mr. Dick wohnt dort, der allerdings irgendwie der hat irgendeine Gehirnstörung, was aber auch super charmant einfach dargestellt ist, weil er glaubt, dass irgendein Kaiser von ihm Besitz ernommen hat und als der auf Schafott kam, sind seine Gedanken zu ihm übergeflossen und er muss das immer alles aufschreiben und was weiß ich was. Und Dave Patel, oder Dev Patel oder Dave? Dev Patel, ne? Ich glaube Dev, ja. Ich sage immer Dev. Ja. Dev Patel dann schreibt die ganzen, also nimmt die ganzen Notizen, klebt sie auf einen
Drachen und dann gehen sie Drachen steigen, dass die Gedanken in die Luft gehen, dass sie endlich wieder frei sind. Und das hilft dem dann auch. Also so ganz schön, ganz, ganz arg viel Feelgood, ganz arg viel traurig teilweise. Und immer so ein bisschen dramatisch, aber richtig, richtig schön erzählt und unfassbar tolle Schauspieler. Und geht dann halt so weit, dass er dort von seiner Tante dann in ein kleines Internat geschickt wird, um dann als Gentleman aufzuwachsen oder halt als Gentleman erzogen zu werden. Das ist allerdings auch so ein Teil, was überhaupt kein Geld hat. Dort lernt er dann eben Uriah Heep kennen, der dort als Sohn der Angestellten irgendwie mithantiert und mithilft, aber eher so ein total aufdringlicher, unangenehmer Typ ist. Und eben, nicht Mr. Wong, oh Gott, so heißt er im Film, wie heißt er so heißt er im Original im Film, ich weiß nicht mehr, wie im Film heißt, auf jeden Fall den Finanzberater von der Tante, den dann da auch kennen und dann machen die sich auch noch irgendwie bekannt und was weiß ich was. Also Uriah Heep macht dann in dieser Finanzbranche so ein bisschen Karriere, aber halt geht da ziemlich über Leichen und dreht da ein krummes Ding nach dem anderen und das deckt im Endeffekt David Copperfield am Ende auch nochmal auf, der immer wieder dann mal was hatte, dann hat er einen Job, dann verliert er alles, dann lernt er eine Frau kennen, die ist so unfassbar dämlich. Entschuldigung, das kann ich leider nicht anders sagen. Das ist echt ganz, ganz heftig. Aber er verliebt sich unsterblich in sie. Und dabei steht aber die Tochter von dem Finanzberater auf ihn. Und es ist total süß. Es klingt jetzt alles so ein bisschen so, wow, total aufgebläht. Aber es passt alles wirklich rein in diesen Film, der schon 2019 lief. Also es sind fast 2 Stunden geht der. Also 1:59. Und die Zeit braucht er, aber das vergeht richtig wie im Flug teilweise, weil es einfach so schön erzählt ist, weil es so tolle Bilder sind und weil es so herzlich einfach ist. Es ist so richtig herzlich. Und du siehst, die Schauspieler hatten so richtig Bock darauf. Die ganzen Geschichten einfach echt toll. Also mir hat es verdammt gut gefallen, wie es natürlich am Ende ausgeht. Ob es doch noch alles gut wird oder nicht, das verrate ich jetzt nicht. Wäre ja gemein. Oder ob es am Ende nochmal einen großen Knall tut, wer weiß das schon. Aber wie gesagt, also Dev Patel, super, die ganzen Nebendarsteller, ey, unfassbar gut. Man wird alle, egal was für Idioten teilweise sind, wirklich ein Stück weit ins Herz schließen. Und es ist eine tolle Geschichte, basierend auf einer sehr, sehr tollen Geschichte. Und ja, ist ein absoluter Film, den ich empfehlen kann, wo ich sagen kann, hey, da würde ich reingehen, wenn ich 2 Stunden Zeit habe und wirklich was richtig Tolles im Kino sehen möchte, dann gucke ich mir den an. Oder dann auch zu Hause. Den kann man auch zu Hause in aller Ruhe angucken. Da macht man nicht viel falsch. Ja, der hat ja auch diverse Preise gewonnen, sehe ich hier, ne? Also beim BAFTA, ja. British Film and Television Award. Ich weiß gerade nicht, was das A heißt. Genau, und dann auch bei den British Independent Film Awards. Also hat er richtig gut abgeräumt. Ist wahrscheinlich jetzt durch die ganze Geschichte mit Corona und so ein bisschen hinten angestellt. Ja, aber ist toll, dass der jetzt auch dann kommt. Ich glaube, der startet auch jetzt diese Woche dann. Einfach schön. Also wirklich steht, schön. Auf IMDb steht 24. September, aber wenn du sagst, diese Woche. Dann Ende dieses Monats. Also demnächst. Klingt auf ich jeden Fall empfehlen. Wie was ich mir vormerken sollte. Ein schöner Sneak-Film, ja. Finde ich. Also wo man jetzt denkt, mega. Wo man denkt so, oh, David Copperfield gehe ich nicht ins Kino, aber wenn dann der Sneak kommt und dann hast du gute Darsteller und wirst dann so überzeugt, finde ich gut. Ja. Gute Auswahl. Also wie gesagt, man liebt diese Darsteller dann auch einfach. Also, und es sind einfach bekannte Gesichter, ich sag ja. Vor allem für mich war es natürlich gigantisch. Ich mag ja House, ich mag Who, ich mag die alle. Jetzt nochmal die Frage, ist das jetzt ist das jetzt Literatur, werksgetreu, sage ich jetzt mal, oder ist das jetzt eine Erzählung über oder die quasi in diesem Universum spielt? Weißt du das zufällig? Ist das jetzt also, irgendjemand, der... Es wird hier beschrieben mit A Modern Take on Charles Dickens' Classic Tale of a Young Orphan. Also deswegen einfach, ja, würde ich sagen, es geht auf jeden Fall an der Buchvorlage. Darsteller sind auf jeden Fall auch ziemlich gut, ja. Ja, also, mega gut. Also wirklich. Werde ich mir mal vormerken. Werde ich mal irgendwann nachholen. Werde ich mal noch meinen 8 Senf... 8/10. Meinen Senf dazugeben irgendwann. 8/10, ja? Super. 8/10, definitiv. Trage ich hier gleich mal ein. Und wie lautet denn dein Hinweis für die morgige Sneak Preview? Für die morgige Sneak Preview in der Innenstadtkinos Stuttgart, in der Metropol Sneak, das ist die 1057 und der Tipp ist
in letzter Sekunde. Ja, da ist bis jetzt nur ein Tippeingang von mir von unterwegs. Also Schande über euch alle. Ihr seid hier mit fettem Internet und ich habe unterwegs mit irgendwie wackeligen. Ich habe getippt The Outpost. Und zwar, es gab mal einen Film mit, ich glaube mit Mark Wahlberg war der sogar, The Lone Survivor hieß der, wo es darum ging, dass eine Gruppe von amerikanischen Soldaten in Afghanistan irgendwo im feindlichen Gebiet hängen geblieben ist und sich da so eine gewisse Zeit lang aushalten mussten. Und die feindlichen Rebellen sind dann immer näher gerückt. Und das ist, glaube ich, nochmal eine Erzählung von dem. Also wenn ich hier so die Geschichte lese, Kriegsdrama The Outpost erzählt die wahre Geschichte von 53 US-Soldaten, die im Rahmen der Operation Enduring Freedom 400 feindlichen Rebellen im nordöstlichen Afghanistan gegenüberstanden. Der Militärstützpunkt Combat Outpost Kitting wurde ursprünglich errichtet, um Einheimische für die Teilnahme und blablabla. Also klingt sehr ähnlich wie die andere Geschichte. Hier aber jetzt mit Scott Eastwood, den man durchaus kennen könnte aus der Serie Hawaii 5.0. Also glaube ich, der bekannt geworden so richtig. Und Orlando Bloom ist mit dabei. Und die werden ja quasi, ich kenne jetzt nur das von Lone Survivor, die werden ja quasi in letzter Sekunde gerettet. Also die, die überlebt haben. Sie überleben ja nicht alle. Ich will ja jetzt auch nicht verraten, wer nicht. Ja, also das, deswegen könnte es sein, in letzter Sekunde. Übrigens, Caleb Landry Jones spielt auch mit. Ja, den kennen wir woher? Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ach, der oder war das. Oder The Dead Don't Die. X-Men, oder erste Entscheidung steht hier, ja. Aber so richtig ja, ein Bildform habe ich da gerade nicht. Na gut. Ja. Also, das wird ja mal ganz spannend. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, je nachdem, wie mein Test ausfällt, ob das Ergebnis bis morgen schon da ist, dann werde ich mitkommen oder auch eben erstmal nochmal aussetzen. Ja. Ich habe tatsächlich. Das wäre auch wieder ein 2-Stunden-Film, hey, puh. Also. Achso. Ja. Aber der war, also Lone Survivor war zumindest sehr, sehr spannend. Den hatten wir mal als Rezensionsdisc gehabt und den hatten wir auch verlost damals. Ich habe wir hatten ja auf der Hinfahrt ein paar Nächte Stopover in Paris und da waren wir im Hotel und dort habe ich einen Film geschaut. Da ging es um die Gräfin, die geht zu ihrem Chef. Ach nee, das war der andere Film. Ich habe dort Pay-Per-View habe ich Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog habe ich mir da geklickt. Den gab es da irgendwie für 3 €. Konnte mal gucken und mein Kleiner kannte den noch nicht. Und ich kannte den auch noch nicht. Und so Sega Mega Drive, so das war ja auch so meins, hatte ich auch gehabt und Sonic und so fand ich cool. Jetzt diese, was letztens auf der PlayStation kam, fand ich jetzt irgendwie nicht ganz so cool irgendwie. Das war, glaube ich, mal bei PlayStation Plus irgendwie mit dabei, ne? Oder hatte ich es als Demo? Ich weiß gar nicht mehr. Na, jedenfalls, Sonic the Hedgehog ist quasi die Realverfilmung, in Anführungszeichen Realverfilmung von Sonic, also basierend auf dem Videospiel. Und was ich eigentlich sehr, sehr geil fand, wirklich in den ersten Sekunden, wenn der Film beginnt, setzt sich so ähnlich wie bei Marvel, bei den Filmen, aus ganz vielen einzelnen Teilen, und das sind hier so Poster von Spielen, ja, setzt sich dann so das Sega-Logo zusammen. Und da kann man schon mal einen Einblick gewinnen, was zum einen die Marke Sega, was da alles so für Franchises überhaupt dranhängen für Spiele, die man teilweise mittlerweile schon fast vergessen hat, dass die überhaupt zu Sega gehören. Und zum anderen macht das auch durchaus Lust auf das, was da noch kommen könnte. Ja. Und fand ich sehr cool. Es hat mich gleich richtig cool reingedacht. Oh ja, okay, im Moment habe ich mal Pause gedrückt und habe ich mir die einzelnen Bildchen mal angeguckt. Ach, okay, das war auch von denen, stimmt. Teilweise uralte Spiele, die überhaupt keine Remakes bekommen haben oder ja, die wir vielleicht noch kennen als alte Videospielherren hier. Aber die von den Jungen kennt es keiner mehr, wo man denkt, oh ja, das könnte gut als Film funktionieren oder so, ne? Da bin ich echt gespannt, was da noch kommt. Sonic the Hedgehog hatte ja ein bisschen Gegenwind gehabt damals bei dem Trailer, riesen Shitstorm. Oh ja. Weil in den ersten Trailer, ich war auch erschrocken, wie Sonic da aussieht, aber ich habe gedacht, na okay, vielleicht kann man sich dran gewöhnen, aber das Internet ist da schneller und Reddit und so weiter. Und dann hat man ja tatsächlich den Sonic nochmal angepasst und der sieht es echt toll aus. Ich finde ihn echt toll. Die Hauptrolle im Film spielt James Marsden. Und Jim Carrey spielt auch noch mit. Und es geht mehr oder weniger darum, dass wir erfahren in der Vorgeschichte, dass Sonic von seinem Planeten irgendwie weg muss, weil da so ein Böser hinter ihm her ist. Und dieser Dr. Robotnik noch nicht, sondern jemand anders.
ist hinter ihm her und er muss auf die, mit so einem Ring macht er sich so ein Portal auf und landet erstmal auf der Erde und versteckt sich dort in so einer Höhle, ist dort in der Nähe von Green Hill und beobachtet so die Menschen, ne? Und er ist ja sehr, sehr schnell, er kann da also manchmal so völlig durchflitzen, ohne dass ihn jemand mitkriegt und kann auch, schaut so durch die Fenster und nimmt so ein bisschen an dem Leben von den Leuten teil, ohne richtig Teil des Lebens zu sein. Ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung, ja. Er geht dann immer wieder zurück in seine Höhle, wo er sehr viele, er hat zum Beispiel Comics und das fand ich sehr schön, dass er natürlich die Comics von The Flash hat und was natürlich sehr passend ist und dann noch etliche andere so nette Geek-Sachen, die man so erkennt, wo so Nerd-Wissen gefragt ist, ne, so im Hintergrund. Sehr nett. Und eines Tages, er ist natürlich ein bisschen auch so ein Draufgänger und es läuft nicht alles glatt. Er ist halt nicht Super Mario, wo alles so happy, fröhlich ist und alles funktioniert, sondern er schlägt halt auch manchmal ein bisschen über die Stränge und da passiert halt mal was, dass halt die Regierung auf ihn aufmerksam wird. Und wie man das dann halt schon auch kennt, so beim Hulk oder so, die Regierung, die will natürlich dieses Wesen dann haben, um das zu erforschen und da vielleicht eine Waffe draus zu machen oder irgendwas, ne? Und dann schaltet die Regierung Dr. Robotnik ein, gespielt von Jim Carrey. Und ich muss ja sagen, Jim Carrey, Truman Show fand ich genial. Oh, mega. Und er hat leider sehr viel Scheiße gemacht, die aber an der Kinokasse erfolgreich war, muss man halt so sagen, wo er einfach völlig überkandidelt irgendwelchen Kram macht. Das ist nicht ganz so mein Fall, mein Humor. Aber hier in diesem Film, meine Güte, absolut genial. Also so wie er das rüberbringt, diese Mischung aus fiesem Bösewicht mit völlig abgefahrenen Ideen und das kauft man ihm sowas von ab und wie er agiert und das ist, als wäre ihm die Rolle auf dem Leib geschrieben. Also ich habe ja schon Jim Carrey in vielen verschiedenen Rollen gesehen, aber hier habe ich gedacht, ey, das ist genau seine Rolle. Und wenn man vielleicht auch mit dem ganzen Thema an sich nichts anfangen kann oder vielleicht Bedenken hat, ja, Videospielverfilmungen und so, sollte man sich den Film vielleicht trotzdem mal angucken, um wenigstens mal die schauspielerische Leistung von Jim Carrey anzugucken. Die restliche Story mit James Marsden, der dann irgendwie, der kriegt dann irgendwie ein Jobangebot in San Francisco und seine Freundin, die begibt sich da schon mal hin auf den Weg, um da wegen Wohnung zu gucken. Also der ist der Kleinstadtpolizist dort und was weiß ich, der holt dann auch mal Katzen vom Baum oder hilft beim Schneeschippen oder sowas. Ist halt eine kleine Stadt und er ist dort der einzige Sheriff und er bekommt dann halt die Möglichkeit, beim San Francisco Police Department anzufangen und ja, soll dann halt dort weg und dann kommt das halt, dass die Regierung hinter Sonic her ist und Sonic muss sich halt irgendwie ihm anvertrauen, weil irgendwie dadurch, dass er ihm so ein bisschen gefolgt ist und er hat sich halt auch um Tiere gekümmert und alles, ist halt ein liebes Wesen und denkt er, okay, vielleicht hilft er mir dann auch und ja, dann nimmt das halt so seinen Lauf, also diese andere Geschichte mit James Marsden, die ist so ein bisschen, das ist nicht zu viel Tiefgang, aber die Effekte sind eigentlich extrem cool und auch die Einfälle sind extrem witzig, ne? Was halt auch so geht, wenn da irgendjemand so ganz schnell ist und dadurch, dass er auch so über die Stränge ein bisschen schlägt, das ist halt nicht so glatt gebügelt alles und es ist halt auch viel so Nerd-Sachen drin, also werden mal Sachen erwähnt, will ich jetzt nicht alles spoilern und ich fand's echt ganz witzig. Mein Kleiner hat's nicht durchgehalten, weil das war dem dann irgendwie ein bisschen zu viel irgendwie, weil es auch so schnell und hart und gerade auch so mit Realfilm kann jetzt noch nicht so viel anfangen, also guckt immer noch lieber so animierte Sachen und hat er sich dann ausgeklinkt, weil das war ihm dann alles so ein bisschen zu weird, dann so mit Dr. Robotnik und so und ist vielleicht dann doch eher so für ein bisschen, ja, so würde man sagen, vielleicht so ab 10 oder so, ab 10, 12 vielleicht eher. Aber mir hat es Spaß gemacht, der Film, hätte ich nicht gedacht, also wenn da irgendwie ein weiterer Teil ins Kino kommt, würde ich vielleicht sogar reingehen ins Kino, weil ich glaube, auf der großen Leinwand funktioniert er echt gut. Und Sonic sieht cool aus. Macht Spaß. Was habe ich hier überhaupt so punktemäßig? Ich weiß gar nicht, ich guck mal hier bei. Was habe ich hier? 1, 2, 2, 3, 3,5 Sterne habe ich gegeben. Das sind 7 Punkte, ne? In der 10er-Skala, ja. 7 Punkte. Ja. Kann ich dahinter stehen. Also Pay-Per-View. Übrigens hänge ich jetzt hier bei Dingsen, bei.
Jim Carrey wieder fest. Hm. Vielen Dank dafür. Ja, weil du gesagt hast, ja, Jim Carrey, Truman Show. Ja, Truman Show, mega geiler Film. Hm. Aber er hat auch andere coole Filme gemacht. Also ich fand Ace Ventura, fand ich eigentlich relativ witzig. Kann man aber jetzt nicht mehr gucken. Nee, glaube ich nicht. Genauso wie die Maske oder so, kannst du auch nicht mehr gucken. Aber die Maske, ey, Cuban Pete, the King of the Rumba Beat. Ich liebe es. Ja, der hatte echt ein paar witzige Sachen, aber... Ja, aber es ist schlecht gealtert, die sagen dumm und dümmer, ne? Und der Riddler bei Batman Forever, boah, der war ganz mies, das war ganz, ganz furchtbar. Aber Truman Show, mega. Guck grad so, was er noch hatte. Nummer 23, was war das? Nummer 23. Ja, ah ja, das war dieses etwas Ernstere, ne? Von Joel Schumacher, ja. Mit der Verschwörungstheorie. Ja, ansonsten... Ja, da mit dem Pinguin, ja. Kick-Ass 2, Colonel Stars and Stripes. Ja. Ja, dumm und dümmer. Ich weiß, also für mich momentan, also Truman Show ist so der, finde ich, in meiner Wahrnehmung der beste Jim Carrey-Film und Sonic ist da echt, kommt direkt danach. Also wenn man jetzt wirklich die schauspielerische Leistung nur nimmt. Okay. Ich fand das so herrlich, so wie er so Joker-mäßig das so ein bisschen überdreht hat, wo du nicht genau wusstest, in welche Richtung trifft er das jetzt ab. Und er hat dann auch so Gehilfen, die ja manchmal so... nee, also fand schon gut. Manchmal ist er dann wieder so ganz normal, wenn er dann irgendwo klopft, weil er irgendwo jemand durchsuchen will. Also kann man durchaus mal gucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wird bestimmt demnächst irgendwo auf Sky laufen, schätze ich. Wenn das jetzt im Pay-Per-View im Hotel war, dann kann man das da mal gucken. Was man auf jeden Fall gleich schauen kann, wenn man möchte, ist der Film Spectral von Nick Mathieu. Und mit James Batchdale, den kann man googeln, da sieht man, den kennt man schon aus einigen Rollen, aus diversen Filmen. Den gibt es gerade auf Netflix, Spectral, und handelt davon, dass James Batchdale, wo kennt man den eigentlich jetzt großartig her, bei uns, World War Z, 13 Hours, Departed hat er auch mitgespielt. Also der arbeitet bei so einer Firma als Ingenieur, die auch für die Regierung arbeiten, für die Rüstungs-, fürs Militär, sagen wir so, fürs Militär arbeiten die und macht da so Erfindungen und die machen zum einen zivile Erfindungen, wo er eigentlich auch eher so dafür ist, das nach vorn zu treiben, aber zum anderen müssen sie immer wieder Militärprojekte annehmen und diese Firma, die haben diverse Sachen erfunden, zum Beispiel auch können die, was weiß ich, mit irgendwelche Strahlenwaffen, irgendwelche anderen Leute umbringen oder sowas. Jedenfalls kommt er einmal einen Anruf, er soll dann dringend irgendwie nach Moldawien oder sowas reisen, weil dort ist offensichtlich so ein Team im Einsatz, da gab es irgendwie einen Militärsturz und da ist irgendwie die amerikanische Militär mit zugange, um das irgendwie alles, dass da Recht und Ordnung herrscht oder so, dass da kein Bürgerkrieg entsteht, das sind sie ja ganz groß, das US-Militär, das kriegen sie ja immer gut hin. Und da ist wohl was Komisches passiert und er hat wohl so eine Art Brille, so eine Art Google Glass entwickelt gehabt, die halt in anderen Spektral, was weiß ich, irgendwas sehen kann. Und diese Brillen nehmen auch gleichzeitig auf. Also das sind quasi so diese Bodycams von diesen Soldaten, die da unterwegs sind. Und das haben die halt aufgenommen, diese komische Erscheinung. Das sieht halt aus wie so ein halb durchsichtiger, leuchtender Mensch, der so ähnlich wie bei Fallout 76, wenn dann legendäre Gegner kommen, so ungefähr, ne, es leuchtet so ein bisschen nicht grün, aber sondern so bläulich. Und dieses Wesen ist halt einfach mal durch den ganzen Trupp durch und jeden, den der berührt hat, ist halt irgendwie total schlagartig irgendwie erfroren, weil es irgendwie eisekalt war oder so. Und da wissen sie nicht, um was sich's handelt. Er wird da hingeschickt, weil er hat dann auch noch andere Varianten und sie wollen dann in diesem einen Schützenpanzer so eine größere Variante davon von der Kamera installieren, damit sie überhaupt mal gucken können, was da Phase ist. Und er wird dann quasi auch als Embedded in dieses Team mit eingesetzt in das Kriegsgebiet, wo auch noch irgendwelche Rebellen sind und soll dann halt dieses übernatürliche Phänomen irgendwie aufspüren. Und ich muss schon mal in Kritik einsteigen, da sind so viele Facepalm-Szenen drin, also die wissen eigentlich schon, was Phase ist und was da passiert und
laufen da wirklich sehenden Auges immer wieder in das Messer rein, so, ups, was ist denn jetzt? Jetzt sind wir ja wieder alle tot hier, das ganze Team. Und so, ups, wie konnte denn das passieren? Ja, und da werden wieder ganze Trupps irgendwo hingeschickt, wo schon klar ist, ja, die haben noch keine Gegenwehr dagegen, ne? Und irgendwann werden sie dann noch abgesprengt von der leitenden Einheit und verschanzen sich in so einem Gebäude und das Gebäude ist offensichtlich irgendwie gesichert und sie finden dann auch raus, warum, weshalb, wieso und warum diese Wesen da nicht rein können und da kommt auch irgendwie noch, ja, was das dann für Wesen oder wo das herkommt und begeben sich dann zur Quelle, also ist das nun was Außerirdisches oder ist es was anderes? Bruce Greenwood spielt auch noch mit, der hat zum Beispiel bei 13 Days mitgespielt oder bei iRobot oder bei Star Trek hat er den, glaube ich, den Chef da von Captain Kirk gespielt. Und ja, ich meine, es ist ein Actionfilm, der wurde jetzt damals in der Videothek, wäre da irgendwo so in einem unteren Regal irgendwo gelandet. So. Kann man durchaus mal gucken, jetzt kostenlos auf Netflix, sind ein paar nette Effekte drin. Ist jetzt nicht so das riesentreibende Ding, sehr viel Facepalm, ja, halt Action ohne Ende mit paar sehr futuristischen Halo-artigen Waffen, die sie dann einsetzen irgendwie. Und gibt es dann auch so ein paar MacGyver-artige Montagen, ja, wenn sie dann irgendwie was zusammenbauen. Ja, das ist alles so ein bisschen leicht absurd dann auch. Wenn sie dann wirklich, sie sind irgendwo mitten in irgendeinem Gebäude gelandet, wo es eigentlich nichts gibt und sie schrauben sich dann irgendwie die übelsten Waffen zusammen, um dagegen das Viech oder die Tiere da, die Wesen zu kämpfen da, ne? Und du fragst dich, ja, woher haben die Teile und wieso passt da jetzt das Teil mit dem zusammen? Ja, wenn du hier zu Hause mal irgendwie den Receiver mit irgendwas anderem verkabeln willst, da brauchst du schon diverse Adapter, ne? Und da verbinden sie einfach mal die diversesten Waffensysteme einfach mal so die, von verschiedenen einfach mal so zack, zack, zack und es läuft. Und, ja, USB-C. Ja, ungefähr, ja. Ist alles Firewire. Keine Ahnung. Ach so, ja, ja. Nee, keine Ahnung. Also das ist leicht absurd. Und ach, und was ich am schlimmsten fand, ist wirklich, Emily Mortimer spielt ja auch mit, die ja eigentlich eine ganz okay Schauspielerin ist. Und die, oh, die, furchtbar. Also die Frauenrolle oder überhaupt Frauen in diesem Film kommen ganz schlecht weg. Also, die ist am Anfang so eine Art, weiß nicht, wissenschaftliche Beraterin oder irgendwas, haut nur dummes Zeug raus. Also wer dieses Drehbuch geschrieben hat, der konnte offensichtlich Frauen nicht leiden. Also wirklich ihr solche dämlichen Sachen und dann immer so, oh, was tun wir jetzt? Und oh, hätte nur noch gefehlt, dass sie sich mit dem Kopf an die Schulter anlehnt von dem Mann oder so. Ne? Also sowas von dämlich. Also und dann ist natürlich auch noch so ein Kind mit dabei, was gerettet werden muss. Und das, ja, das Kind und die Frau, ja, also Emily Mortimer und das Kind, oh, das sind immer eine ständige Last, weil die immer alles falsch machen. Und also sie wissen eigentlich schon, was sie nicht machen sollen. Sie machen es dann trotzdem. Also, oh, ganz furchtbare Frauenrolle. Das Kind ist auch eine Frau, also ein Mädchen. Also ganz, ganz schlimm, diese Frauenrolle in diesem Film. Aber ja, wenn man halt nichts anderes zur Verfügung hat, dann guckt man das auch mal auf einer langen Zugfahrt. Okay. Ich habe richtig Bock drauf bekommen. Ja, ne? Weiß gar nicht, was habe ich in dem eigentlich für eine Wertung gegeben hier? Ich habe es doch bei Letterboxd spektral. Ich glaube, ich gebe mal so 5 Punkte oder so. War ja ganz nichts Besonderes, mit Facepalm drin oder so. Ja, ich gebe mal 5 Punkte. Ja. Dafür, es war ja kostenlos. Ich habe nichts bezahlt dafür. Okay, dann sind wir ja schon durch soweit mit den Filmen für diese Sendung. Schon. Wir schauen dann mal, wie sich so darstellt, was so neu anläuft und wie die Charts aussehen. Kinocharts und Neustarts. In den Charts, Platz 1 war klar, 2, 3, 4, 5. Ja, gibt es eine Top 5. Die Boonies, eine bärenstarke Zeitreise, ein Zeichentrick-Animationsfilm. Yep. Platz 4, Pets 2, auch ein Zeichentrickfilm. Ja, immer noch. Läuft doch schon länger. Ist wahrscheinlich wegen Ferien. Hier sind ja noch Ferien, noch eine Woche. Scooby, auch nochmal. Platz 3. Ja. Platz 2 haben wir dann After Truth. Ja. Wie wird es weitergehen mit Tessa und Hardin? Weil sie ist ein Good Girl und er ist ein Bad Boy. Tja. Er wird dann sagen, Romantik, Erotik, Drama. Oh, da wird bestimmt bumst. Er wird dann sagen, es wird nur ganz kurz ein bisschen wehtun. So,
Ja, und Platz 1 natürlich Tenet. Und ich habe jetzt gelesen, also ich meine, man kann lästern über After Truth, wie man will, aber Tenet ist ja auch nicht jedermanns Sache. After Truth und Tenet retten gerade die deutschen Kinos. Ja. Ja, ja. Und Frankreich auch. Also Tenet läuft wie die Sau in Frankreich. Also ich habe die Einspielergebnisse aus Europa letztens in irgendeinem, da war so ein Artikel drin, hat es bei mir bei Google News reingespült gehabt, irgendwie Tenet und After Truth retten irgendwie europäischen Kinos auch. Und da waren so die Einspielergebnisse von den Ländern. Also da in Frankreich läuft Tenet auch wahnsinnig gut. Und hier ja wahrscheinlich auch, ne, wenn es Platz 1 ist und quasi jeder Slot hier besetzt, wenn ich das sehe. Also kaum ist er einmal vorbei. Ist auch sinnvoll. Ich meine, du kriegst ja nicht alles rein, immer du kannst ja nicht die Säle komplett voll machen, aber es sollte vielleicht auch ein Fingerzeig sein. Also wenn man dran denkt, wer der Verleiher von Tenet ist, dann, wenn man dann auch mal weiterschaut, welche Filme da dann quasi auch noch auf Halte sind, die da noch kommen werden, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen, dass es zu funktionieren scheint, weil die Leute es annehmen. Und deswegen hoffen wir mal, dass diese Krise so langsam, also diese Kinokrise da so ein bisschen wenigstens abgefedert wird. Und was ich ganz interessant fand zu dem Thema, die Mulan läuft ja jetzt auf Disney Plus, ne, kann man jetzt irgendwie kaufen. Und da haben sie ja jetzt alle schon geschrieben, so, ja, könnt ihr zwar jetzt kaufen oder ihr wartet einfach mal noch 2 Monate, dann ist es regulär mit drin oder 3 Monate. Ne? Und da hoffe ich mal, dass jetzt viele sagen, oh, da gebe ich jetzt nicht die 30 Euro aus, sondern warte jetzt einfach mal, dass sich das wirklich nicht lohnt. Diese AAA-Neustarts im Streaming-Service, das hoffe ich echt mal, dass sie sich in den Arsch beißen, dass sie das nicht noch ins Kino gebracht haben. Ja. Apropos ins Kino gebracht, es laufen ja auch tatsächlich neue Filme an, die Tenet und After Truth ein bisschen das Wasser abgraben wollen. Ein Film, von dem ich, naja, nicht ganz so viel Positives gelesen habe von den ersten Pressekritiken, aber da waren jetzt noch nicht die beinharten Fans dabei, ist der X-Men New Mutants mit Macy Williams. Der läuft jetzt diese Woche an, am 10. September. Ja, das soll aber nicht so geil sein. Ne? Nur ah, mal so. Mal gucken. Faking Bullshit läuft ebenfalls an. Krimineller als die Polizei erlaubt. Und da hat ein Kumpel von uns mitgespielt. Ja. Ja. Da hat der Kai mitgespielt. Deswegen. Verrat mal aber nicht, was er da macht. Nee, machen wir nicht. Aber sehr witzig auf jeden Fall. Sehr, sehr witzig. Es läuft auch noch an. Love, Sarah. Liebe ist die wichtigste Zutat. Britische Tragikomödie über ein Dreiergespann von Frauen, die eine Konditorei eröffnen wollen. Aha. Okay. Kiss Me Kosher. Sympathisch freche Culture-Clash-Komödie und Liebesgeschichte um ein israelisch-deutsches lesbisches Paar und ihre Familien. Mhm. Okay. Petla. Sex ist Macht. Ein polnischer Film von Patryk Wega. Daniel ist ein ganz normaler, unscheinbarer Polizeibeamter. Durch Zufall trifft er auf 2 ukrainische Zwillingsbrüder, Senja und Alex, durch deren Kontakte er Zugang zur Unterwelt erlangt und schon wird er zum Officer des zentralen Antikorruptionsbüros befördert. In seiner Blablabla. Okay. Ja, keine Ahnung, also ich will jetzt nicht alles vorlesen, es geht ziemlich weit, aber ja, er gewinnt dann Einfluss in beiden Bereichen und macht dann auch, wird auch in der Unterwelt aktiv und so weiter. Denn nur in Daniels Etablissement kann man diskreten, ungestörten Sex mit erstklassigen Prostituierten haben. Aber er hat in jedem Raum Kameras installiert und erpresst dann die Freier und ach, keine Ahnung. Also. Hervorragend. Sehr schön. The Photograph läuft ebenfalls an, den haben wir lang und breit schon besprochen. Also ich. Stimmt. Doku. Doku-Täterei. Doku. Man spricht Deutsch, läuft auch mal an. 7 Minuten, was ist denn das? Ist auch ein. Das wirkt. Nee, ja. Ach doch, hier oben steht's. Wie ein Film für dich? Ein Gay-Drama, schätze ich mal. Vom Poster her. Französisch-italienischer Film. Jean ist ein 55-jähriger Polizist, der seinen Sohn Maxim und dessen Freund seines Sohnes erhängt in einem Hotelzimmer entdeckt. Die Autopsie zeigt, dass er an Überdosis starb, nur 7 Minuten nach seinem Freund. Er hängt sich dran und versucht seine Trauer mit dem Wunsch zu vermischen, die Welt seines Sohnes zu entdecken. Keine Ahnung. Okay. Was haben wir noch? Das war's dann. Kind, das war's. Kind Chaza. Nee, irgendwie was.
Okay, das waren die Filmstarts der Woche und die Kinocharts. Und im Heimkino läuft diese Woche, gibt es diese Woche gar nichts Neues. Nee, hab ich gesehen. Blu-ray ist tot, ne? Ja, erstmal zumindest. Dann Serien, haben wir was geschaut? Serien. Du hast Gangs of London geschaut. Haben wir das eigentlich schon mal hier thematisiert in der Sendung oder habe ich da schon was gute erzählt? Gute Güte, ey. Oh, also, boah. Gangs of London, leck mich am Arsch, ey. Entschuldigung. Meine Fresse. Das ist diese Serie, die hat mich echt. Entschuldigung, wir haben den 18er-Tag, ne? Ich kann das nicht anders. Die hat mich richtig weggefickt, die Serie. Leck mich am Arsch. Also du hast es in der letzten Folge von Sommerpause hast du ja schon drüber gesprochen. Alter Verwalter, also selten sowas Brutales gesehen. Und Sachen so völlig aus dem Nichts, wo du denkst, so, was zur Hölle? Und boah, und also bildgewaltige Folgen teilweise. Ich saß teilweise wirklich, glaube ich, mit offenem Mund einfach vorm Tablet oder vorm Fernseher und habe gedacht, so, ey, ist jetzt nicht wahr, haben die gerade nicht gemacht, ist gerade nicht passiert. Mhm. Also so krass gut erzählt, so völlig übertrieben hart manchmal. Boah, leck mich am Arsch. Und ich habe das jetzt Kate ja auch. Ja, ich kann es nicht anders sagen. Nee, du hast vollkommen recht. Bei mir passiert, habe gerade so ein Déjà-vu, wie ich das selber erlebt habe. Also ich habe ja die erste Folge habe ich oben am Fernseher geguckt, am großen. Du hast mir gedacht, das ist kaputt, ne? Und da, ja, wow, das sind die Bilder, Wahnsinn. Ne? Und dann habe ich gemerkt, oh, das kann ich nicht mehr oben gucken, hier, wenn da irgendwie mal ein Kind um die Ecke kommt hier oder so. Ja, eben. Also, boah. Und also ich habe es Kate empfohlen, die hat jetzt auch am Anfang so, boah, das ist aber echt hart, das ist aber echt brutal. Und jetzt, die hat es dann auch durchgesuchtet, weil sie gesagt hat, boah, das gibt's gar nicht, was ist da los? Was ist das für eine Serie? Also ich denke, sie wird mal selber dazu noch Stellung beziehen, aber leck mich am Arsch. Also Gangs of London, ich kann es eigentlich echt nur empfehlen. Man muss schon ein bisschen, ja, einen starken Magen manchmal mitbringen, sagen wir es mal so. Wenn ich da an die eine Szene im Wald denke. Aber abartig, wirklich ganz, ganz toll. Ganz stark geschnitten, ganz starke Bilder, vielleicht ganz krasse Story, ganz wo du. Zusammenfassend für die vielleicht die vorhergehende Sendung nicht gehört haben. Also in Gangs of London ist eine neue Serie von Sky. Hat momentan 11 Episoden in der ersten Staffel. 11? Waren es 11? Nee, hier, IMDb 9. Steht 11, ja. Also na gut, dann sind es 9. Hier steht 11 Episoden, okay. Also hat 9 Episoden. Und ist also nicht so viel und ist so eine, ja, so eine Mischung aus einer krassen Gangster-Mafia-Serie und, weiß nicht, Game of Thrones, so von der Härte her. Und eine gehörige Portion The Raid ist mit dabei, denn Gareth Evans, der ja The Raid gemacht hat, The Raid 2, der hat ja seine Finger im Spiel und es geht darum, dass der Mafia-Boss von London wird ermordet und dadurch entsteht so eine Art Machtvakuum, in das verschiedene Parteien versuchen hineinzustreben. Also dieser Pate von London hatte halt vorher alle Fäden in der Hand, hat diese ganzen Familien, diese ganzen, was weiß ich, das sind Kurden, das sind Pakistanis, das sind weiß nicht was alles da, die einen machen Drogenhandel, die anderen haben Frauen laufen, die anderen haben dies, jenes, Wetten, sonst was. Und der hat die alle irgendwie mit harter Hand vereint gehabt und als er dann plötzlich weg ist, entsteht so eine Art Vakuum, was sein Sohn, der zumindest vom Äußerlichen her nicht den Eindruck macht, dass er nun das gleiche Charisma an den Tag legt, der aber dann auch mit noch härterer Hand eigentlich durchgreift bei diversen Dingen. Und jetzt streben nun diese verschiedenen Familien nach Macht eben in diesem Vakuum. Und es ist halt so, der Sohn des ermordeten Mafia-Bosses, der sagt, Moment, ihr stellt erstmal alle eure Aktivitäten ein, hier kommen keine Drogen mehr rein, gar nichts. Es werden alle Kräfte dafür verwendet, den Mörder meines Vaters zu finden. Ja? Und das lassen sich aber manche nicht sagen, sondern führen ihre Geschäfte weiter, was dadurch dazu führt, dass sie eben anderen in die Quere kommen und dann so langsam aber sicher in so ein heilloses Chaos abdriftet, wo dann jeder gegen jeden und irgendwie manche verbrüdern sich gegen manche. Also wirklich sehr viel Game of Thrones. Ne? Ja, aber krass einfach. Also
Richtig krass. Also, ich fand auch die Darsteller so genial, weil für mich waren diese unbeschriebene Blätter, diese Hauptfiguren. Es sind natürlich die Nebenfiguren, die, denkst du, die spielte so eine Nebenfigur, hat hier, was weiß ich, da und dort hat sie absolute Hauptrolle gehabt und hier einfach mal so eine Nebenfigur, die nur so ein, zwei Mal überhaupt auftaucht, ne? Aber die Hauptfiguren, ja, die waren so der Hammer. Abgefahren, also wirklich abgefahren. Deswegen, wenn man da eine Möglichkeit hat, unbedingt mal reinschauen, es ist wirklich, Finde ich auch ganz gut, macht ja Sky ganz gerne, zumindest bei den anderen Sky-Produktionen, das Boot oder so, was ich so gesehen habe, oder gab es ja noch eine, fällt mir gerade der Name nicht ein, so eine Krimiserie, dass sie eher so auf unbekanntere Gesichter setzen. Wahrscheinlich zum einen auch aus Kostengründen, um dann nicht irgendeinen so Star zu haben, der irgendwie zig Millionen kostet, und zum anderen dann wirklich neue Leute aufzubauen. Das, da haben sie eine echt gute Wahl. Einfach mal zeigen, dass es eigentlich, also nicht immer diese Top-Verdiener sein müssen, sondern einfach, es brutal gute Schauspieler gibt auf der Welt. Man muss nur richtig casten. Also du empfiehlst Gangs of London auch für Erwachsene, auf jeden Fall, höre ich daraus. Also absolut. Gibt es soll ja eine zweite Staffel geben. Ne? Wie wollen sie das überhaupt machen? Ey? Na gut, ich meine, ja. Aber da brauche ich dann nochmal so eine, wie sie manchmal so haben, so eine Folge, die einen nochmal abholt, was alles war. Ich weiß, das war ja, übrigens, einfach zu viel. Das gibt es übrigens zu Beginn von Staffel 2 von The Boys, gibt's das. Ah, okay, da kannst du ja gleich mal überleiten. Ja, The Boys, wir erinnern uns mal zurück. The Boys ist wieder da, die Serie. Das ist diese Superhelden-Serie auf Amazon Prime, wo Homelander zum Beispiel mitspielt. Einer der Charaktere, die so genial gespielt sind, weil man den Typ, den Hauptdarsteller, einfach hasst. Es geht darum, dass diese Superhelden also nicht nur Gutes tun, sondern halt auch ziemlich Dreck am Stecken haben. Und da wird halt die Geschichte jetzt weitererzählt. Übrigens, mir fehlt wirklich genauso wie Umbrella Academy extrem stark beworben in Frankreich. Ah, ja. Also überall Poster und alles. Ja, ne? Aber also es ist völlig abgefahren, weil der Homelander ist so ein Arschloch. Das ist unfassbar. Was für ein blödes Arschloch. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist so. Und ich meine, die nehmen ja wirklich. Diese so quasi von den ganzen so bekannten Superhelden nehmen sie ja auch, also werden halt auch wieder verwurstelt quasi. Und jetzt gleich in der ersten Folge gibt es einen, der ist wie Daredevil, also blind, macht ganz viel übers Gehör und alles. Hast du das schon gesehen? Nee, ich habe es noch nicht gesehen. Klingt super. Hat so viel Potenzial für Verarschung hier. Ey, aber wenn du dann siehst, was Homelander da, alter Verwalter. Also das ist wirklich, Und ich bin gespannt, ich habe jetzt die erste Folge erstmal gesehen, die ersten drei Folgen sind da. Es gibt ja wohl eine dritte Staffel, die schon angekündigt ist. Also echt abartigst. Und es geht genau auch mit der Brutalität irgendwie und munter so weiter. Und ey, was habe ich erwähnt, was Homelander für ein dummer Bastard ist, habe ich das mal erwähnt. Ey, und vor allem, wie widerlich der ist. Und dann, du wirst, wenn du reinguckst, du guckst rein, oder? Definitiv, ja. Ich habe jetzt erstmal Umbrella Academy, die neuen Folgen habe ich mir erstmal draufgezogen gehabt auf mein iPad. Ja. Und ich bin noch nicht so, ich habe erstmal andere Sachen geguckt. Ey, da, gleich, also die erste Folge ist schon einfach nur, es zeigt es, also ich ziehe meinen Hut vor Anthony Starr. Anthony Starr, der Homelander spielt. Ey, weil das ist so ein dummer Bastard. Das ist unfassbar. Aber das musst du erstmal hinkriegen, ne? Das musst du erstmal hinkriegen. Das so ja, aber das ist ja genau das, wenn du den Charakter, wenn der so scheiße ist, dass du den richtig hast, dass du den richtig zum Kotzen findest, dann hat der Schauspieler alles richtig gemacht. Und das macht der hier. So ein dummer Pisser. Unfassbar. Junge Harry. Oh, nee, aber auf jeden Fall die erste Folge, sehr cool. Erzählt schon mal schön weiter. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Werde da auf jeden Fall dranbleiben. Und ja, wahrscheinlich demnächst mehr zu The Boys. Ja, ich habe bei Dark, hat ja die Kate schon mal drüber geredet gehabt, ne? Wo ich sie da ein bisschen eingebremst habe, wo ich gesagt habe, das muss ich noch gucken. Ich habe sie noch nicht zu Ende geguckt, weil da geht ja jede Folge auch eine Stunde und irgendwie, man kann da nicht zu viele Folgen am Stück gucken, weil sonst ist das Gehirn einfach Mus. Das ist, weil das ist so viel.
Und die haben jetzt noch eine neue Zeitlinie aufgemacht und alles da. Und das ist aber einfach so eine geniale Serie. Also ich glaube sogar eine der besten deutschen Serien der letzten Jahre. Also ich habe es noch nicht mal zu Ende geguckt. Ja, es ist einfach der absolute Wahnsinn, Dark, die Serie. Es war ja die erste deutsche Netflix-Produktion, die es gab. Und es ist einfach so gut, so gute Darsteller. So schön. Hast du überhaupt da mal reingeguckt oder noch gar nicht? Nee, noch nicht. Ich habe in der Tat bisher noch nicht. Ich habe aber dafür angefangen mit Westworld jetzt mal. Ah, okay. Habe ich irgendwie nach der ersten Staffel, irgendwie war es mir dann nichts mehr. Ja, ich bin mal gespannt. Aber gut. Es gibt viele, die dann total begeistert, also richtig, dann nicht nach mir, dann mache ich eh nie. Mir war es, na doch, bei Gangs of London hast du ja mal reingeguckt. Ja, okay. Nee, bei Westworld, ich mochte ja sehr diese alten mit Jules Brunner, hier Westworld und Future World und sowas, und das war mir dann zu fern und irgendwie dieses, ja, mit diesen Androiden und so. Ja, abwarten. Jetzt. War cool, aber das Ende der ersten Staffel war okay für mich, fand ich gut. Und ich wollte dann einfach nicht mehr. Das hat mir dann irgendwie gereicht. Ich habe dann nie den Neustart geschafft, da bei der zweiten Staffel. Aber bei Dark, also ganz spoilerfrei, ich rede jetzt wirklich nur über die erste Folge, die allererste Folge überhaupt, geht es einfach darum, am Anfang wird in einer deutschen Kleinstadt in Winden, wird ein Junge vermisst. Und da fängt eigentlich so die ganze Spirale an, in Gang zu kommen, dass irgendwie die nicht wissen, was ist da los, und dann gibt es irgendwie eine Höhle im Wald und man weiß gar nicht, was da Phase ist und so weiter. Und viel mehr will ich dann auch mal gar nicht sagen, weil alles mehr wäre gespoilert. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig gut gemacht, und das ist so ungefähr, du guckst am Anfang gefühlt in den ersten Folgen, guckst du wie durch ein kleines Schlüsselloch durch, ja, und siehst da irgendwie so ein Teil. Und das ganze Ding macht sowas von auf hinten zu, ja, wo du denkst, wow, stimmt, ja, genau so. Und die Story ist aber dann so riesig, dass sie dich am Anfang damit nicht überfordern wollten, sondern kriegst wirklich so peu à peu, und einfach der absolute Wahnsinn. Also gerade auch wenn man so ein, ja, vielleicht auch so Stranger Things mäßig, wobei ich es nicht direkt vergleichen möchte. Es gibt Sachen, mit denen ich es vergleichen könnte, aber das würde dann spoilern, wenn ich dir sage, womit man es vergleichen könnte. Aber, ich weiß, dass es dir vielleicht gefallen könnte. Aber ich habe auch zwei Anläufe gebraucht. Beim ersten Anlauf habe ich irgendwie die ersten drei, vier Folgen geguckt und nicht weitergeguckt. Und dann irgendwann habe ich weitergeguckt und dann hat es mich gehabt. Und jetzt die neue Staffel habe ich jetzt im TGW geguckt gehabt. Und ja, fand ich. Ich finde es schön, ich weiß, dass es dir vielleicht gefällt. Finde ich. Ja, doch. Es könnte dir, denke ich, nee, mal. Finde ich ein tolles Qualitätsmerkmal. Denke ich mal, es könnte dir gefallen. So, ich weiß ja, was dir so gefallen könnte. Ich kann es jetzt nicht nennen, warum ich denke, dass es dir gefallen könnte, weil es wäre gespoilert. Was ich auch noch jetzt schaue, nachdem ich. Ich hatte immer mal irgendwelche Folgen und Staffeln irgendwie mal so wild durcheinander geguckt und dann mal hier auf dem einen Kanal irgendwas geguckt, und dann lief es mal irgendwie, ich glaube, auf Sky ist die Serie Parks and Recreation. Ich weiß nicht, ob dir das was, sagt dir was? Offensichtlich. Ja, ich kenne alle Folgen. Du kennst alle Folgen, okay. Also ich gucke jetzt zum ersten Mal die Serie in chronologischer Reihenfolge, also so wie es auch tatsächlich. Ich habe mir das einfach mal bei Amazon Prime konnte man das kaufen, jetzt gucke ich jetzt nach und nach. Und ich muss sagen, dadurch, dass ich immer mal so zwei, drei Folgen irgendwo geguckt habe hintereinander, das kam irgendwo auf, weiß nicht, TNT Comedy oder irgendwas. Ich fand die immer witzig, aber ich habe da nie so den richtigen Flow gehabt durch die einzelnen Folgen, und das gab es auch nirgends mal kostenlos irgendwo auf Netflix oder irgendwo bei Amazon Prime, dass man einfach mal das durchrotzen konnte. Da habe ich mir das einfach mal gekauft und muss sagen, also hier natürlich unser Guardians of the Galaxy, der Star-Lord, ne? der Folge, ey, wo sie den etablieren, ey, ist so großartig. So witzig. Wieder da. Das ist so gut. Ist einfach so herrlich, und wie das dann so langsam so außer Kontrolle gerät, dieses ganze Ding. Oh, ich bin jetzt gerade wirklich noch in der ersten Staffel und
Die Musik ist super und die Darsteller sind super, ein bisschen die Nebencharaktere und die finden so langsam ihre Stimmung. Ich habe, glaube ich, von der ersten Staffel noch nicht so viel gesehen gehabt damals. Ich habe immer nur so spätere Staffeln irgendwas geguckt. Ja, aber deswegen, es ist einfach, also ich mag Aubrey Plaza mag ich super gerne, Rashida Jones mag ich auch gerne, Adam Scott ist cool, Rob Lowe ist cool. Rashida Jones ist noch gar nicht dabei, wo ich jetzt gerade gucke. Ja, kommt noch. Das ist ja, ja. Jedenfalls, also, das Zusammenspiel passt einfach. Für die, die es noch nicht kennen, vielleicht die mal ganz kurz abholen. Also Parks and Recreation ist eine Comedy-Serie von und mit Amy Poehler in der Hauptrolle, die ja eine gute Freundin von Tina Fey ist und die zusammen immer diverse lustige Sachen gemacht haben. Und das ist so eine Art Mockumentary, so ähnlich wie Stromberg kann man es vielleicht vergleichen. Also es wird manchmal so die vierte Wand durchbrochen und wird direkt in die Kamera irgendwie geredet und irgendwas kommentiert. Und sie arbeitet beim Grünflächenamt, also nennt sich im Englischen Parks and Recreation. Und in der ersten Staffel, da ist so eine Baustelle, ein tiefes Loch irgendwo, die Baufirma ist pleite gegangen und das ist direkt neben einem Grundstück, wo eben auch unser Star-Lord wohnt. Und der ist da besoffen reingefallen, hat sich beide Beine gebrochen und muss dann bedient werden von seiner Frau. Und die Amy Poehler, die verspricht dann leichtfertig, dass sie daraus einen Park machen, ja, dass die Grube verfüllt wird. Und sie hat dann aber gegen diverse Widerstände in der Bürokratie zu kämpfen und auch diverse andere Geschichten. Und es ist einfach sehr, sehr, sehr lustig. Und wie man dann auch merkt, wenn man denkt so, Moment mal, okay, Chris Pratt ist jetzt hier so eine Nebenfigur, aber man weiß doch, der hat da noch größere und so weiter. Und ist einfach sehr, sehr, sehr lustig. Also vielleicht nicht ganz so wahnsinnig lustig wie manche anderen Serien, aber es ist wirklich sehr lustig und man kann das durchaus mal gucken. Halt. Ich muss da jetzt ganz kurz noch reingrätschen, bevor ich es nämlich vergesse. Ich habe noch eine Serie geguckt, die müssen wir unbedingt noch ganz kurz besprechen dann. Hast du auch die Epstein-Doku geguckt? Nein. Also bist du fertig mit Parks and Recreation? Ja. Okay, schön, weil ich habe noch auf Apple TV Plus habe ich Central Park geguckt. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist von den Machern von Bob's Burgers. Bob's Burgers kennst du? Ja. Das ist also eine Zeichentrickserie. Und ich habe das so rumgestöbert und gedacht, oh ja, das sieht doch ganz witzig aus und guck das an. Das Bild habe ich schon mal gesehen, ja. Und plötzlich fangen die an zu singen. Und das ist der Punkt, Erik, es ist eine Zeichentrickserie für Erwachsene, die nichts für dich ist. Weil es ist ein Musical. Das ist eine Musical-Serie, okay. Aber es ist zum Schießen witzig teilweise. Und die Texte von den Songs, die echt ins Ohr gehen, richtig geil. Also ich habe das auch mal kurz weggesogen. Also richtig, richtig durch. Das dauert eine Folge 30 Minuten. Gibt, glaube ich, 10 oder 11 Erstfolgen. Es ist teilweise so witzig und es ist so cool erzählt. Und die Songs sind so cool einfach. Total geil. Also es geht wirklich um den Central Park in New York. Und dort wohnt eben der Parkbetreuer mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Und dann gibt es noch die böse, böse Hotelbesitzerin, die geerbt hat, die unbedingt den Central Park kaufen möchte, um da ein neues Hotel hinzustellen, weil der Central Park stört sie. Und dementsprechend wird da auch versucht, eben der Central Park oder Central Park schlecht zu machen mit allen möglichen mit Spray-Attacken, mit was weiß ich was. Also es ist mega witzig. Also die Figuren sprechen unter anderem Kristen Bell, Josh Gad, Stanley Tucci. Also es ist so geil und die singen dann auch und es ist so witzig einfach, wenn die anfangen plötzlich zu singen und zu allem irgendwie einen Song haben und das dann auch noch komplett wirklich so ineinander passt einfach. Es ist mega geil. Ich fand's mega, mega witzig. Kann's eigentlich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob es was für dich ist. Nee, glaube ich nicht. Solange du aber Apple TV Plus hast, guck auf jeden Fall mal die erste Folge an. Weil es ist cool. Es ist einfach cool. Und ich glaube, das hat echt Potenzial für mehr. Vor allem, da ist dann auch dieser Erzähler mit seiner Geige, der wird irgendwann mitten in der Serie wird er von einem mit einer Gitarre ersetzt und dann betteln die sich drum, wer jetzt der eigentliche Erzähler ist. Und war da, du hast aber geholfen, du hast da das Ding hier durchbrochen und du bist der Erzähler, du darfst den Figuren nicht helfen und du hast die Regeln missachtet und du hast da und da. Ja, aber ich hab's doch nur gut gemeint. Egal, die Zuschauer wollen dich nicht mehr. Und also, mega cool. Also, echt cool. Angucken.
Nichts für Central mich. Park. Nein, nein. Ich hab das irgendwo gelesen, dass es eine Musical-Serie ist und habe gedacht, nee, dann nicht. Ja, aber für mich, ich fand es sehr witzig. Mir hat es Spaß gemacht. Okay, dann. Bislang. Ja. Dann kommen wir doch mal zu der beliebten Rubrik Rätselecke, wo ich ja, glaube ich, dran bin. Ja. Rätselecke. Also für die, die es noch nicht kennen, von den geschätzten Hörern und Hörerinnen, ich stelle dem Chris ein Rätsel. Also eigentlich sind wir ja immer ein paar Leute mehr hier. Ne? Da geht das nicht immer nur hin und her. Und der es richtig beantwortet, der darf dann in der nächsten Folge dem anderen ein Rätsel stellen. Und ja, dadurch, dass wir gerade aktuell nur zu zweit aufnehmen, steht eigentlich der Gewinner fast schon immer fest, was es aber nicht minder interessant macht. Mein Lieblingsspiel, wenn ich gewinne. Okay. Also, nehmen wir mal 22 Euro. 22 Euro. Was damit? Du wolltest mich fragen, wie viel Mulan bei Disney Plus kostet. Nee. Was ist das Besondere am Film Achtung, Feind hört mit von 1940? Dein Ernst jetzt? Achtung, Feind hört mit von 1940. Ja. Was da das Besondere ist. Es gibt eigentlich zwei Besonderheiten. Aber ist egal. Kommst du schon drauf. Was Keine könnte Angst. Da das Besondere sein? Ist der in Farbe? Das weiß ich jetzt gar nicht. Schön. Ja, keine Ahnung. Ist es ein deutscher Film? Ist ein deutscher Film, ja. Deutscher Film. Die Screenshots sind schwarz-weiß, falls dir das jetzt irgendwie hilft, die ich hier gerade sehe. Okay, 1940. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwas mit den Nazis zu tun haben, oder? Boah, ja, ist so eine Kriegs... ja, es spielt natürlich im Krieg und so eine Liebesgeschichte und man darf halt, glaube ich, am Telefon sollte man gucken, was man sagt. Er hat natürlich so ein bisschen gefärbt, aber damit hat es eigentlich jetzt weniger zu tun mit der Geschichte des Films selbst. Also, aber der Film selbst hat eine Besonderheit. Eine Besonderheit. Ja. Eine weltweite Besonderheit. Weltweite Besonderheit, okay. Ist in Schwarz und Weiß, Schwarz-Weiß und Mono, falls dir das hilft. Von Tobis gedreht damals. Ja, du wolltest Zusatzinformationen sind da. Boah. Keine Ahnung, was könnte da... Also es ist ein deutscher Film, Nazi-Zeit, keine Ahnung, was also ist das Besondere? Es hat eher was mit der Produktion zu tun, sage ich jetzt mal, falls ich mal ein bisschen helfen kann. Oh ja, das hilft mir total weiter. Ich weiß nicht mehr, wo ich ansetzen soll, hey. Mit der Produktion. Wurde es im Ausland gedreht? Nee, ich nehme mal an, hier bei uns. Ja. Also wurde in Deutschland gedreht? Ja, nehme ich an, also es... Soll ich dir ein bisschen helfen? Du bist irgendwie ein bisschen lost, glaube ich. Das hat was mit den Action-Szenen zu tun. Was? Ich kenne den Film nicht mal, weißt du? Ja, das ist, was weiß ich. Da gibt es halt auch, was weiß ich, irgendwelche Szenen, wo irgendwelche Fahrzeuge bewegt werden und alles. Und ein bisschen was kracht und bumm macht und ja. Okay, sind die Effekte aus dem Film direkt aus dem Kriegsgebiet aufgenommen und reingeschnitten? Nee. Ey, keine Ahnung. Bin völlig blank gerade, was das eigentlich. Du willst Fragen stellen hier? Keine Ahnung. Also es hat was mit den Action-Szenen zu tun. Ja, mit dem Dreh der Action-Szenen. Also man schreibt das Jahr 1938. Das Interesse ausländischer Spione an den Entwicklungen deutscher Rüstungsbetriebe nimmt zu. Besondere Zielscheibe sind die Kettwigwerke, bla bla bla, deren neuartige Legierung zur Herstellung von Drähten für Ballonsperren erfunden hat, bla bla bla. Und die Befürchtung der Werksleitung scheint sich zu bewahrheiten. Während Inge die Bekanntschaft eines aufregenden Verehrers, des Abenteurers Karl Färber macht und mit ihm durch die Straßen der Großstadt zieht, erliegt Bernd dem Charme der verführerischen Lilly, einer Freundin Färbers und Inhaberin eines Modesalons.
Keiner der beiden ahnt, dass Färber in Wirklichkeit ein Spitzenagent der Briten ist und Lilly seine Agentenkomplizin. Gleichzeitig treten auch Feinmächte an weitere Werksangehörige heran und so weiter und so fort. Ja, also das wollte Färber, gelingt es zunächst, einer Verhaftung zu entgehen und mit dem Sportflugzeug von Pern zu starten. Doch inzwischen ist eine Ballonsperre aktiviert und eine Staffel Abfangjäger gestartet worden. Färbers Maschine bleibt in der Ballonsperre hängen und stürzt ab. Er kommt dabei ums Leben. Der Film, Achtung Spoiler, endet mit der Bekanntgabe der Hinrichtung von Krelling und Nolte sowie der Warnung gegenüber ausländischen Spionageversuchen, stets wachsam zu bleiben. So, jetzt hast du schon mal ein bisschen gehört, was da so passiert an Action-Szenen. Speziell im letzten Teil mit dem Flugzeug. Ja. So. Gab es da einen Unfall? Nein. Denk mal in positiver Richtung hier so. Ist da jemand geflohen? Nee. Flugzeug reingesetzt und okay, ich fliege hier weg. Was braucht man denn so für Action-Szenen beim Film? Was braucht man da? Stuntman. Ja, bist du schon mal auf dem richtigen Weg. Also fast. Okay, wahrscheinlich haben die dann, die Hauptdarsteller, die Flugzeuge nicht selber geflogen. Das ist richtig, ja. Aber ja, eben warst du schon mal näher dran, was das Thema Stuntman angeht. Vielleicht gab es auch zum ersten Mal Stuntfrauen dann? Ja, das ist richtig. Und noch weiter will ich es mal nicht treiben. Es sei denn, du weißt, danke, ja, du weißt noch, welche Frau eine bekannte Pilotin war in der Zeit. Aber das weiß nicht, könnte man wissen, vielleicht nicht. Ansonsten sage ich es mal. Also, in dem Film, Achtung, Feind und mit, trat zum ersten Mal eine weibliche Stuntfliegerin der Filmgeschichte auf. Und zwar war das niemand anderes als Beate Use, die später mit einem Erotikversand Geschichte machte. Die war genau nämlich, diese Beate Use? Ja, die war nämlich eine Fliegerin im Ersten Weltkrieg und eine sehr gute Fliegerin sogar, Pilotin. Und die hat später mit ihrem Erotikversand. Die war schon. Halt's Maul! Was war das Flugzeug dann? Da ist eine Dildo-Form? Oder? Nein, das war ein ganz normales Flugzeug. Die war eine sehr gute Pilotin, ja. Hat er sich gemutet. Ist nicht dein Ernst? Echt jetzt? Ja, ist wirklich wahr. War die erste Stuntfliegerin der Filmgeschichte. Okay, und krass. Ja. Krass, ja. Okay. Stark, ja. Gut erraten. Nächste Woche bin ich dann dran und frag dich irgendwas zu, wie viel Barthaare hatte Charlie Chaplin oder so. Na, ganz so schlimm ist ja nicht, oder? Ich meine, da hätte man schon hinkommen können. Erste Stuntpilotin oder so. Ja, genau. Ja, also ja, habe ich mich auch extrem dumm angestellt. Ich habe ja schon ein bisschen Action-Szenen und ja, Fliegerei und was brauchen wir da? Produktion. Ja. Ich habe mich sehr dumm angestellt, ja. Ja. Vielen Dank. Dann lass uns mal lieber zu den Musiktipps kommen. Music. Geschätzte Hörerinnen, ihr habt die Möglichkeit, eine Spotify-Playlist zu abonnieren, die heißt Kinocast Songs. Und da packen wir jedes Mal nach der Sendung oder in der Sendung ein paar Songs drauf und ja, da habt ihr eine bunte Mischung. Was hast du diesmal? Spiel nochmal Ja-Ja Ding Dong. Sehr gern. Ja-Ja Ding Dong. Ding Dong. Was hast du diesmal? Habe ich tatsächlich letzte Woche eine Empfehlung bekommen von meinem Kumpel in Korea. Der so, hey, Kumpel, voll witziger Film, wenn du mal was gucken willst, hier guck mal den Eurovision. Und ich so, ey, Alter, Morgen. Den kenne ich schon. Guten Morgen. Ja Gott, Korea, hallo. Ich habe ewig überlegt, diesmal wirklich. Ich habe auch noch ein paar Mal hin und her geswitcht wegen Musiktipp. Aber ich bin dann doch bei einem Titel hängen geblieben, der zuletzt jetzt, den ich gehört habe, in der unfassbar tollen Serie Ted Lasso auf Apple TV Plus, die ich über alles feiere und über alles liebe. Hast du jetzt mal reingeguckt schon? Nee, ne? Du hast es mir vor der Sendung gesagt. Ich habe während der Sendung nicht reingeguckt. Warum nicht? Was ist mir gefallen? Also unbedingt, du wirst Ted Lasso einfach lieben. Der ist so klasse. Und da kommt, am Ende der einen Folge kommt von Mumford & Sons Forever. Und das ist so, du hockst echt dran und die ganze Situation und der Song dazu, du hast einen richtigen Kloß im Hals. Ich überlege gerade von Mumford & Sons, wie das eine sehr, sehr bekannte Lied von denen heißt, was ich kenne. Komme gerade nicht drauf. Naja, vielleicht später. Packe ich mal drauf. Ich habe einen Song mitgebracht aus Frankreich. Die Band kannte ich vorher noch nicht, habe aber festgestellt, dass sie schon sehr lange aktiv sind. Kennst du Indochine?
die Band? Nö. Nö, ich auch. Okay. Also bin ich nicht der Einzige. Also gibt es offensichtlich schon seit ewig lange. Und die haben einen Song, der läuft relativ oft im Radio in Frankreich. Und manchmal schwappt das dann ja auch so ein bisschen rüber. Der heißt Nos Celebrations. Den packe ich mal drauf. Könnt ihr euch mal anhören. Da gibt es diverse Mixe davon bei Spotify. Ich gucke mal, dass ich einen coolen finde. Und pack den mal mit drauf. Okay, dann sind wir ja eigentlich durch für heute, soweit sehe ich hier. Und ich möchte mich nochmal bedanken bei allen, die bei Patreon uns da die Stange halten, die jeden Monat einen kleinen Betrag hier für die Sendung spenden und damit die Sendung hier am Laufen halten. Und ja, auch wenn es jetzt die letzten zwei Wochen keine gab, ne? Vielen Dank dafür, dass ihr uns unterstützt. Vielen Dank an alle, die uns auf den diversen Kanälen folgen oder dann auch mal retweeten auf Twitter oder mal auf Facebook irgendwie reposten oder was drunter schreiben, was Nettes oder so. Vielen Dank dafür. Sind auch ein paar Sachen reingekommen, habe ich gesehen, über das Kontaktformular. Das habe ich jetzt noch nicht alles gesichtet. Wie gesagt, ich bin letzte Nacht erst wiedergekommen, habe heute noch nicht alles gesichtet. Konnte ich jetzt noch nicht drauf eingehen. Wenn da irgendwas dabei ist, dann kommt es in der nächsten Sendung. Dann gehen wir da drauf ein. Ja, dann senden wir nochmal liebe Grüße und gute Besserung an die Kate und Chris. Dir vielen Dank fürs Mitmachen. Dann sehr gerne. Bis eventuell morgen. Mal sehen. Vielleicht auch. Vielleicht ja, schauen wir mal. Sehen. Tschüss. Ciao. Bis bald im Kinocast.